Heute bei Tesarek im Café Landmann. Der geniale Stimmenimitator und Kabarettist Alex Christan. Wie es ihm gelingt, Promis von Hans Krankl bis Niki Lauda so perfekt zu parodieren, wie er in die Erfolgsspur gekommen ist und vieles mehr. Herzlich willkommen bei Tesarek auf W24 und Wiener Bezirksblatt TV. Wir kommen mit dieser Sendung heute erstmals aus den Heiligen Hallen des Café Landmann direkt. Ein Ort mit starkem Bezug für mich, weil ich hier früher als Reporter ungefähr bei 3000 Pressekonferenzen zu Gast war und dann darüber für den ORF berichtet habe. Mein heutiger Gast ist Franz Beckenbauer, Niki Lauda, Hans Krankl, Toni Polster, Michael Häupl und viele andere in einer Person. Herzlich willkommen, Alex Christan. Hallo, danke für die Einladung. Danke fürs Kommen. Sehr gerne. Alex, kennst du Hans Krankl, Toni Polster und die ganzen Menschen, die du so parodierst, alle persönlich? Die meisten mittlerweile, ja. Wirklich, ja? Die meisten mittlerweile habe ich schon persönlich kennengelernt. Es hat sich auch bei dem einen oder anderen sowas wie eine bessere Bekanntschaft, um nicht zu sagen Freundschaft, entwickelt. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Ich wollte eigentlich fragen, ob sie dich noch mit dir sprechen. Definitiv. Wirklich? Ja, definitiv. Der Toni war schon bei mir zu Hause grillen. Wirklich? Ja, mit dem Andi Herzog bin ich im laufenden Kontakt. Wir machen immer wieder so kleine Projekte und gemeinsam mal ein Video hier oder so oder ein Treffen da. Also das ist eine, Gott sei Dank, sehr, würde ich sagen, amikale Verbindung. Ja. Obwohl du ja die ganz manchmal ein bisschen blöd ausschauen lässt. Ja? Ich kann mich erinnern zum Beispiel an einen Satz, den du dem Hans Krankl in den Mund gelegt hast. Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Ja. Das ist schon ein Watschen, oder? Nein, das verbuche ich eher unter Kakao nicht durch Dreck ziehen. Okay. Also ich bleibe irgendwie ober der Gürtellinie, das ist mir auch wichtig. Und weil ich... eine Parodie finde ich irgendwie dann gelungen, wenn das Original selber noch drüber lachen kann. Ja. Jemanden jetzt irgendwie zu diskreditieren, weil die theoretische Möglichkeit dazu bestünde, ist halt dann auch ein bisschen eindimensional. Mhm. Mein Zugang halt. Ja. Also ich versuche, dass ich die Leute ein bisschen mit dem Florett piekse, aber nicht mit dem Breitschwert rasiere. Ja, ja. Das heißt, offensichtlich gelingt das, wenn sie nach wie vor... Wenn sie zu mir grün kommen, ja. Ja, nein, wir haben eine Gaudi gemeinsam und natürlich, also es gab schon Videos, wie zum Beispiel dieses Anfang der Corona-Zeit, wo ich halt erzählt habe, dass der Andi Herzog damals als Teamchef von Israel mit dem Willi Rutensteiner eingereist ist und dass sie, was sich da abgespielt hat, wie es den Rutensteiner abkerchert und so. Und dann wird der Andi dann nachher angerufen und hat gesagt, Alter, wann fällt dir das eigentlich heute? Das gibt's ja gar nicht, wir kommen auf so ein Plätzchen. Ja. Und dann haben wir beide drüber gelacht und ich hab das beim Schreiben habe ich das gar nicht so lustig empfunden, aber wie ich es dann selber gesehen habe, habe ich gewusst oder gemeint, aber es war wirklich absurd deppert. Ja. Das heißt, das fällt dir so plötzlich ein, oder wie? Ja, es kommen manchmal so Schübe, wo ich manchmal noch aus dem Bett aufstehe und mir denke, ich muss mir das jetzt unbedingt aufschreiben, weil sonst vergesse ich es. Ich habe das auch schon ausprobiert, dass ich mir gedacht habe, nein, das schreibe ich morgen und dann war es weg. Und das passiert mir nicht mehr. Ja, weil deswegen stellst du in der Nacht auf und also wenn ich mal schlafe, also mich kann man mit dem Bett austragen. Aber so in der Phase, wenn man so liegt und ein bisschen reflektiert und ein bisschen den Tag Revue passieren lässt und so die Gedanken von der Leine lässt, dann zack, auf einmal fällt mir was ein. Ja. Und dann muss ich wirklich nochmal aufstehen und muss mir Notiz machen, weil am nächsten Tag ist es garantiert weg. Ja. Und du hast ja jetzt gerade vorher schon angedeutet, was du drauf hast, indem du Andi Herzog sprechen hast lassen. Und ich kann mich noch erinnern, also eines der überhaupt beeindruckendsten Dinge war, da habe ich auf Facebook gesehen, diese Geschichte Sex auf einen Streich. Da hast du, glaube ich, Jogi Löw, Franz Beckenbauer, Toni Polster, Andi Herzog. Arnold Schwarzenegger, ja. Genau. Ja. Und noch einer war dabei, fällt mir jetzt nicht ein. Mhm. Egal. Mhm. Aber wie geht das? Wie kann man so schnell umswitchen? Ich finde es ja schon bewundernswert, dass man einen, na wirklich, so echt hinkriegt. Wie machst du das? Das ist eine wirklich gute und oft gestellte Frage und ich kann immer nur die gleiche Antwort geben. Ich weiß es leider selber nicht. Ich mache es einfach. Das passiert intuitiv und ich habe das auch nicht sonderlich trainiert. Ja, es ist, es poppt einfach auf, ja, und es geht dann halt ganz einfach. Ja. Ja, das Wechseln, das heißt, meinst du, das Switchen zwischen den Personen? Ja, genau, das habe ich gemeint. Aber du hörst einfach jemanden und kannst dann so
unmittelbar danach so sprechen, wie der spricht? Nein, nicht alle, aber es gibt schon Figuren, die relativ rasch gehen. Also ja. die höre ich mal an und denke mal, würde sich der überhaupt eignen für eine Parodie? Hat der eigentlich die Angriffsfläche, ja. die sie auch braucht, um jemanden, sage ich mal, akustisch zu karikieren? Und wenn das da ist, dann versuche ich, ob ich die Tonlage treffe ja. und das gelingt oder gelingt nicht. Ja? Und wenn ich merke, ja, okay, das kommt ungefähr hin, dann vertiefe ich mich ein bisschen in die Person. Ja. Dann übst du das ein bisschen. So oder? Ist es, genau. Und das zum Beispiel Hans Krankl. Ja, das ist, na gut, Hans Krankl, da musst du eigentlich sprechen. Ich sage definitiv, dass es eine Ehre ist, ihn zum Parodieren, weil er einfach eine Legende ist, die was Österreich herausgebracht hat. Rapid Wien, Barcelona, sensationell. Ja, wirklich sensationell. Danke für diese Kostprobe. Und wie gesagt, dann hätte mich noch interessiert, wie geht es so schnell herumzuswitchen? Ja, das war, glaube ich, für Sport 1. Genau. Man hat immer den Reporter im Hintergrund gehört, wie sich der zerkugelt hat. Und ja. du hast von einer zur anderen Stimme so schnell geswitcht. Ja. Ja, da habe ich zum Beispiel als Andreas Herzog gesagt, ja natürlich, das Spiel gegen Österreich wird ein Wahnsinn. Und der Toni Pols hat gesagt, das wird schwierig, weil Deutschland ist eigentlich immer der Favorit. Und natürlich auch der Bundestrainer, der Joachim Löw, der hat auch gewusst, was auf ihn zukommt. Und der Arnold Schwarzenegger hat gesagt, das wird unbelievable, das wird ein Battle on the Field, die Spieler müssen rennen, da muss es like that, das Duo aus dem Spritzen. Ja. Genau das habe ich gemeint. Genau so gemacht wie du. Ja, genau. Man hat es gehört, teilweise auch gesehen. Ja. Das war ja grandios. Und das habt ihr ja in einem Stück aufgenommen oder wurde das geschnitten? Nein, lustigerweise, es war ein First Take. Wir hatten uns da eigentlich kein Drehbuch zurechtgelegt. Der Jörg hat gesagt, du pass auf, was soll ich dich fragen? Und ich habe gesagt, naja, alles, was wir uns jetzt ausmachen, wirkt im Video dann gekünstelt. Aha, ja. So, ich erwarte schon die Frage. Du schießt einfach aus der Hüfte und ich schieße aus der Hüfte. Echt? Und er hat gesagt, ja, das ist cool, das machen wir, probieren wir es. Und er hat das Erste, was wir aufgenommen haben, hat er genommen, weil er gesagt hat, das ist großartig. Unglaublich. Fertig. Das ist ein Riesentalent, oder? Was du da hast. Wahrscheinlich ist es ein Talent, ja, wahrscheinlich, ja. Wieso wahrscheinlich? Naja, weil ich denke mir immer, es ist, der eine kann halt handwerklich wahnsinnig viel, der andere kann zeichnen und ich kann halt Menschen parodieren, beziehungsweise ich kann, mein Talent ist es wahrscheinlich, Sachen so zu erzählen, dass Leute lachen. Und das hat sich bei mir eigentlich schon relativ früh herauskristallisiert in der Schulzeit oder in meiner Jugend. Wenn ich geredet habe, haben Leute gelacht. Ja, lustig. Also nicht, weil ich so lustig rede, sondern weil ich einfach Dinge auf eine gewisse Art formuliert habe oder erzählt habe oder so, dass es scheinbar lustig war. Und es war lange überhaupt nicht Thema, das irgendwie zum Beruf zu machen, aus dem einfachen Grund, weil es de facto kein Beruf ist, sondern eine Berufung. Ja. Und ich glaube, dass die Berufung dich findet, aber da gibt es keinen vordefinierten Zeitpunkt, wie man sagt, okay, ich ergreife den Beruf des Juristen oder den Beruf des Arztes oder des Tischlers oder was auch immer. Sondern die Berufung, der entkommst du irgendwann einmal nicht. Und die holt dich dann einfach. Und bei mir hat es halt bis in 30 Jahre war gedauert. Ja. Ja, über deinen Weg dorthin wollen wir dann eh noch sprechen. Vorher noch zum Wesen der Parodie. Ich habe mal gelesen von dir, ich glaube auf deiner Homepage steht, dass eine Parodie ist für mich mehr als einfach nur nachzuahmen, was an der Oberfläche ohnehin für jeden ersichtlich ist. Genau, ja. Was willst du ausdrücken mit den Parodien? Dass eine Parodie für mich mehr ist, als eine Stimme nachzuäffen. Weil ich denke, wenn wir jetzt rausgehen aus dem Landmann, dann können wir wahrscheinlich von 100 Leuten 10 finden, die den Hans Moser parodieren können. Ja. Ja, weil das geht relativ rasch. Aber ich habe für mich immer das so verstanden, dass es einfach ein Zusammenspiel aus Mimik, Gestik, der ganze Habitus und natürlich nicht zuletzt die Stimme ist. Aber es ist, und das, den Vergleich strapaziere ich immer ganz gern, weil es gut trifft, für mich ist eine Parodie eine ins Bild oder eine hörbar gemachte Karikatur. Wenn man sich eine Karikatur anschaut, dann legt der Karikaturist Wert darauf, dass er die markanten Punkte eines Gesichtes oder einer Person überzeichnet. Ja. Und bei einer Parodie funktioniert es genau gleich, nur akustisch. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel, der Niki war so eine ganz, ganz markante Person zu parodieren. Niki Lauda. Der Niki Lauda, genau. Ja. Und der hat zum Beispiel zu mir, wir haben uns hier und da getroffen, hat gesagt, also eines muss ich dir sagen, ich habe gewisse Dinge an meiner Sprache überhaupt nicht gewusst, dass ich das mache, genau.
bevor du es mir gezeigt hast. Ja. Genau. Und das waren Kleinigkeiten. Das war einfach so ein, so, ja. Ich räusper mich dann. Ja. Und das habe ich in der Parodie habe ich mich genau auf das draufgesetzt. Ja. Und mir, mir ist das aufgefallen bei deinen Krankel-Parodien, dass der sagt immer Dos. 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 Naja, das ist mir nämlich vorher bei ihm nie aufgefallen. Erst bei deiner Karikatur. Das überzeichne ich natürlich bis zum Exzess mit, dem mittlerweile lustigerweise zum Kult avancierten Satz Wusultus. Also, das ist ganz lustig, wirklich. Genau. Ich habe das unbewusst irgendwie immer wieder kultiviert, dieses und habe das dann schon so überhöht, dass ich hube gesuckt durch. Und da entsteht dann so eine Absurdität, dass Leute, die bei mir in der Live-Show sind, nach der Vorstellung, wenn ich dann draußen bei den Gästen bin, hinkommen und sagen, Wusultus. Wirklich, ich glaube, das könnte Kultpotenzial kriegen, so wie Danke ganz lieb. Das sind so gewisse Sachen, die in den Sprachgebrauch der Menschen einfließen. Und mich im Biller stehe und auf einmal sagt einer von mir, Wusultus. Und ich muss dann so einfach so lachen. Ja, durchaus. Das ist echt eine Gaude, Schau mal ein bisschen zurück in deine Jugend. Du bist 1972 geboren in Mödling im Speckgürtel Wiens. Entstammst du einer wohlhabenden Familie oder wie war das? Wie war deine Kindheit? Nein, nicht wohlhabende Familie. Meine Mama war Angestellte, mein Papa. Also meine Eltern haben sich relativ früh scheiden lassen, da war ich 3. Bin bei meiner Mama und bei meiner Oma aufgewachsen. Ja. Meine Mama ist nach wie vor unternehmerisch tätig, hat eigentlich immer relativ viel gearbeitet und hat mir eigentlich auf meinen Weg mitgegeben, ich habe immer gehört, von nichts kommt nichts. Ja? Und sie hat immer gesagt, wenn du mehr willst als andere, musst du mehr tun als andere. Und das habe ich am Anfang eigentlich relativ abgelächelt, und man dachte, ja, freilich, ja, sicher. Mittlerweile weiß ich aber, was sie gemeint hat, weil es weil es einfach so ist, wenn man was erreichen will oder wenn man was machen will, was vielleicht, dann muss man, glaube ich, schon diese extra Meile machen einfach. Mhm. Ja, und sei eigentlich es, wie ein Sportler, ne? Ja, also man kann es ruhig ein bisschen sportlich auch sehen. Ja. Man kann natürlich sagen, okay, es reicht mir auch das, aber ich habe immer gesagt, ich möchte eigentlich, wenn ich meiner Berufung folge, dann habe ich schon irgendwie den Anspruch, möglichst gut zu sein. Ja. Also ich will schon, dass die Leute sagen, das ist einfach Leihund, was der macht. Das ist halt mein Zugang. Eigentlich heißt das ja, sich nicht nur auf seinem Talent auszuruhen, sondern auch aktiv was daraus zu machen. Oder? Völlig richtig. Und das war auch am Anfang ein ganz großes Thema bei mir, weil ich ja die erste Zeit, also ich habe begonnen 2002, rein als Stimmenimitator. Also ich habe mein Talent sozusagen, Leute zu parodieren, dahingehend zum Job gemacht, indem ich mir einfach ein Jahr Zeit gegeben habe und gesagt habe, okay, das ist jetzt so wie eine Zäsur, mein damaliger Arbeitgeber ist insolvent geworden, ich hätte jetzt eh nichts vakant gehabt und ich war damals Sportjournalist für Motorsport, also die Jobs waren überschaubar in Österreich. Ich habe gesagt, okay, ich gebe mir jetzt einfach ein Jahr Zeit und wenn ich nach einem Jahr irgendwie draufkomme, es ist ungefähr das gleiche zu verdienen wie vorher, dann bleibe ich dabei und schauen wir uns das einmal an. Und da war aber nur Parodie, also du hast dann auch relativ rasch, ich will jetzt nicht sagen Stempel, aber du bist dann gleich einmal in einer Lade, das ist der Stimmenimitator. Ja. Nur, wenn du das die nächsten 30 Jahre machen willst, musst du dich, glaube ich, ein bisschen breiter aufstellen. Und das war für mich schon eine große Hürde, die es zu überspringen galt, weil ich natürlich auch ein bisschen Federn davor gehabt habe, was ist, wenn ich rede auf der Bühne, wollen die Leute das dann auch hören oder wollen sie nur hören, der Lauterkranke Herzog Polster Brüller. Ja. Aber sie wollen es offenbar auch. Gott sei Dank, aber der Schritt war zu machen, das war definitiv ein... Und dann gehen wir kurz noch einen Schritt zurück, du hast das vorher schon kurz angedeutet, der Schritt zum Parodisten, den hast du, glaube ich, erst mit 30 Jahren gemacht. Ja. Das heißt, vorher, du warst im Kollegium Karlsruhe, hast du das Gymnasium gemacht und Werbeakademie habe ich gelesen, warst dann Brandmanager bei einer Automarke und so. Das heißt, es war nicht von Anfang an klar, wo du... Gar nicht. Es war überhaupt nicht klar. Ich wollte eigentlich immer irgendwas mit Autos machen und im Idealfall mit italienischen Autos. Das ist mir dann auch gelungen. Ich habe mich beworben. Die hat dann schon gesagt, erstens kennen sie nicht Italienisch und zweitens haben sie keine Marketing-Ausbildung. Habe ich gesagt, passt, was brauche ich? Sie haben gesagt, die zwei Sachen. Habe ich gesagt, das ist in Ordnung.
Bin 3 Monate nach Italien gezogen, habe dort in Rimini eine Sprachschule besucht und dann habe ich die Werbeakademie gemacht für Markt- und Unternehmenskommunikation, habe mich dann nochmal beworben, habe den Job dann wirklich bekommen, weil meine damalige Chefin gesagt hat, das ist irgendwie ganz witzig, dass sie diese Hartnäckigkeit haben. Ja. Und war dann für eine deutsche Agentur in der Formel 1 unterwegs, 2 Jahre und habe Gott sei Dank als Radioreporter. Als Radioreporter, so ist es. Ja. Und dann ist diese Agentur, wo ich angestellt war, leider insolvent geworden und ich bin dann mit 30 ohne Job da gestanden und habe dann die Entscheidung getroffen, ich versuche es jetzt einfach mal, das, was ich immer so just for fun bei Geburtstagen, Hochzeiten, da haben sie mir irgendwo ein Mikro in die Hand drückt und gesagt, machen wir was. Und die Leute haben gelacht. Ja. Und wirklich, man hört dann immer öfter, ja, du bist eh im falschen Job, du kehrst auf der Bühne und du musst auf der Bühne und so. Und man tut das halt dann halt immer ab und sagt, naja, und also, naja, ich auf der Bühne, naja. Und dann macht, ja, vielleicht, warum, was habe ich zu verlieren? Gar nichts, ja. Probieren wir es einfach. Mhm. Und dann habe ich Gott sei Dank den Schritt riskiert und habe gesagt, okay, das eine Jahr Auszeit, wenn man so will, gönne ich mir. Ja. Habe dann, muss man auch fairerweise dazu sagen, die richtigen Leute kennengelernt, die einfach auch geglaubt haben, dass das irgendwie auch zu vermarkten ist, mit denen ich auch noch heute zusammenarbeite. Mhm. Und ja, und das ist, hat vor 19 Jahren begonnen und jetzt ist Gott sei Dank nach 19, wie vor. Ja. Damit sind wir schon bei deiner wirklich erstaunlichen Karriere. Als Radiosportreporter hast du da schon Heinz Brüller, Niki Lauda kennengelernt. Ja, freilich. Das heißt, das war schon ein bisschen der Übergang. Bei den Grand Prix, genau. Ja. Mhm. Und es war damals auch so, dass ein Kollege von Ö3, der Michi Kasper war das, glaube ich, ein Sportreporter, der hat gesagt, du, wir haben in Ö3 so ein Comedy-Format, das heißt Männer, Mädchen und Motoren, du kannst ja reden wieder lauter, kannst mir da mal was in die Box reinsagen. Und dann habe ich, das war mal, glaube ich, in Manikur, und ich habe gesagt, ja, also Jaguar ist heute nicht gegangen, weil wir einfach vom Setup her nicht competitive waren. Und dann hat er das dort vorgespielt und gesagt, das ist ja der Lauder. Dann hat er gesagt, nein, das ist nicht der Lauder. Wirklich? Ja, hat er echt geglaubt? Ja. Und so ist das dann irgendwie, dann habe ich so meine ersten Schritte quasi ins Radio machen dürfen und habe mich dann sozusagen entschieden, die Laufbahn des Comedians einzuschlagen. Ja. Und das ist gleich steil bergauf gegangen. Oder? Du hast dann die ATV-Casting-Show Österreich sucht den Comedy-Star gewonnen. Genau. 2004. Genau. Dann 2008 ORF Was gibt es Neues? Mhm. Oder? Mhm. 2012. Und da hast du ja vorher schon angesprochen, du hast gemerkt, du musst dich verbreitern. So ist es. Und deswegen bist du dann ins Kabarett gegangen? Ja, genau. Es war, ich habe bis von 2000, würde ich sagen, von 2002 bis 2010 habe ich eigentlich nur Business-Comedy gemacht, wenn man das so nennen will, Wirtschaftskabarett. Es gab niemanden, der bei einer Firmengala aufgetreten ist und maßgeschneiderte Inhalte komödiantisch präsentiert hat. Und dann habe ich gesagt, wenn es keiner macht, mach's halt ich. Und habe dann für Firmen sozusagen angeboten, eben diese individualisierten Comedy-Tools. Also da hat zum Beispiel die Firma X Weihnachtsfeier gehabt oder hat ein Betriebsfeier gehabt und die haben gesagt, pass uns auf, wir machen ein Briefing und sie schreiben auf uns ein Kurzkabarettprogramm. Halbe Stunde, habe ich gesagt, passt, das machen wir. Und das hat, dadurch, dass das niemand gemacht hat, hat das relativ guten Anklang gefunden. Und dann war aber irgendwie, dann war Lehman Brothers, das war 2008, 2009, dann ist das radikal zusammenbrochen. Weil natürlich Wirtschaftskrise. So ist es. Mhm. Und dann habe ich ein lustiges Gespräch mit dem Herbert Steinböck gehabt. Da waren wir irgendwo bei einer Vorstellung und er hat gesagt, wortwörtlich, Schreiber Soloprogramm, du feige Sau. Ja? Weil er sagt, es ist 100-mal schöner, wenn du weißt, es kommen Leute wegen dir in die Vorstellung und kaufen sich eine Karte, als du wirst jemanden vorgesetzt. Was natürlich 100%ig stimmt. Mhm. Ich möchte aber diese 7 Jahre Wirtschaftskabarett insofern nicht missen, weil es eine wahnsinnig gute Schule war. Mhm. Weil wenn du vor Leuten auftrittst, die nicht wegen dir da sind, jeder Auftritt gibt da irrsinnig viel Rüstzeug, also viel Kilometer einfach, dass du in einer halben Stunde Leute auf deine Seite holen musst. Mhm. Und das, davon profitiere ich heute noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch nach 19 Jahren im Dienste der Lustigkeit hilft mir das schon sehr. Mhm. Ja. Dein erstes Solo-Kabarett hat geheißen Jetlag für Anfänger. Das war das erste Solo-Programm und davor hat es gegeben ein Duo-Programm, das hat geheißen Ärztlich Willkommen. Ja, genau. Und das Jetlag für Anfänger spielst du, glaube ich, jetzt auch noch. Genau. Und gleich der Abwechseln mit Lebhaft. Und Heimvorteil, Heimvorteil, drei Programme, genau. Und ich habe heute am Tag, wo wir das aufzeichnen, trittst du am Abend noch auf mit Lebhaft. So ist es.
ständig vor ausverkaufter Hütte. Dankenswerterweise, ja. Das ist mittlerweile ein großes Privileg, dass wir seit dem dritten Soloprogramm eigentlich ausverkauft spielen dürfen. Ja. Also, und super. Das halt auch Land auf, Land ab in Österreich. Die Hallen sind teilweise auch größer geworden und das ist schon, fühle ich mich sehr geschmeichelt, muss ich sagen, weil das natürlich auch ein bisschen eine Bestätigung ist, dass du die Leute erreichst mit dem, was du tust. Ja. Na klar. Ganz kurzer Steckbrief. Kurze Fragen, kurze Antworten zwischendurch. Rapid oder Austria? Rapid. Dankeschön, wunderbar. Wunderbar. Wichtigste Antwort ist einmal gut gegangen. Kulturelle Interessen abseits von Kabarett? Das magst du gerne in die Oper oder so? Nein, Oper ist nicht. Habe ich meine Mama eingeladen in die Royal Opera nach London zu Rigoletto mit der Anna di Trepko. Bin eingeschlafen. Ja, hat mich extrem gelangweilt und ich gehe aber gern zu Konzerten. Also ich würde gern zum Ed Sheeran gehen, der kommt nach Wien nächstes Jahr. Zu Maneskin, die kommen jetzt, glaube ich, auch nächstes Jahr in die Stadthalle. Also sowas. Dein liebstes Urlaubsziel? Italien. Sternzeichen? Stier. Dein Lieblingsbuch? Mein Lieblingsbuch, das wird wahrscheinlich, naja, da gibt es ein paar, aber mein Lieblingsbuch wird wahrscheinlich sein... Ja, wahrscheinlich Die Kunst des lässigen Anstands von Alexander von Schaumburg. Okay. Und letzte Kurzfrage, der beste Kabarettist in Österreich, außer Alex Christian? Ich tue mir immer wahnsinnig schwer, Kollegen zu bewerten, weil, da gibt es einige. Also jeder hat seinen Stil, aber ich schaue wahnsinnig gerne an Thomas Stipschitz zu, ich schaue irrsinnig gerne an Klaus Eckel zu, Gary Seidel. Gernot Kulis, Oma Sasam, wir haben wirklich eine wahnsinnig gute Palette. Viktor Gernot, also könnt ihr echt nicht sagen. Ja. Ganz kurzes, wie immer bei mir, Stirn im Privatleben. Du wohnst in Marienzersdorf. So ist es, ja. Das heißt, du hast den Speckgürtel nicht verlassen? Nein, ich bin dort wahnsinnig gern daheim, weil ich erstens einmal relativ schnell in Wien bin und relativ schnell dort bin, wo ich eigentlich am liebsten bin, nämlich im Wald. Wir haben einen Hund. Ja, ich bin ein extremer Waldfan. Da kann ich meine Gedanken sortieren, da kann ich Text lernen, da kann ich einen Hund bewegen, da kann ich mein Radl bewegen. Und und das ist schon die Nähe, also diese Situation im urbanen Bereich relativ schnell zu sein, aber auch im Grünen, das ist schon perfekt dort. Ja. Sportarten, Radfahren hast du jetzt schon angesprochen. Ich glaube, Fußball spielst du auch aktiv. Genau, oder? Wir haben so eine Hobbyrunde, so ein altern, körperloser Kick ist das. Ja, also völlig entspannt. Das ist immer Mittwoch und wenn ich Zeit habe, kicke ich da sehr gern mit. Und im Winter gehe ich viel Skifahren. Ja, das ist so meine Sportarten. Familie hast du? Ja. Eine Tochter, 14 mittlerweile. Oh, schönes Alter, oder? Kini, ja. Ja, ich muss aber sehr, sehr löblich über sie sprechen, weil sie ist sehr brav. Also im Vergleich, wenn ich zurückdenke, wie ich 14 war, ist sie ein Sonnenschein. Ja. Aber wirklich? Das vielleicht, warst das du so arg? Ja, ich war... Als Schüler? Meine Mama hat immer gesagt, ich bin ein unguided missile. Ja. Wirklich? Ja, so arg? Ich habe eigentlich kaum eine Schule gegeben, aus der ich nicht geflogen bin. Ja. Wirklich? Aha. Was hast du da zum Beispiel gemacht? Ja, da gab es diese grünen Piraten, die haben wir zusammenbunden und haben in so einem Malkofferl, ich will jetzt keine Anleitung für junge, hormonell übermotivierte Jungs geben, aber wir haben Malkästen gesprengt, wir haben am Skikurs mit Mopeds Skipisten runtergefahren und Wahnsinn, okay. Schon sehr aufgeweckt gewesen. Ja. Offensichtlich, ja genau. Wie sehr regt die Politik momentan an, kabarettistisch verarbeitet zu werden? Du bist ja weniger politischer Kabarettist, oder? Wenn ich das richtig beobachte. Ja, weil ich mache sogar auch aus dem ein Thema in meinem aktuellen Soloprogramm. Ich sage, dass die Polizsatire nicht mein Genre ist, weil ich ja gerne Spaß bei meiner Arbeit habe. Und ja gut, aber... du müsstest um Polizsatire gut zu machen, so tief in die Materie eintauchen, dass es mir persönlich dann auch ein bisschen zu, für mich ist Politik immer so
ein Dirty Business. Ja, es geht eigentlich immer nur um Streitereien, es wird unter dem Deckmantel des Gestaltens wird eigentlich nur gestritten. Mhm. Und mittlerweile ist es auch so, dass ich finde, dass die Polit-Satiriker unter meinen Kollegen auch massive Konkurrenz bekommen haben. Weil das, was da die Damen und Herren aus der Regierung teilweise in Mikrofone sagen, ja kabarettistisch nur mehr sehr schwer zu überhöhen ist. Aber ja, ich komme teilweise nicht dran vorbei und ich nehme auch immer wieder kleine Spitzen auf, weil wenn ein Finanzminister sagt, er hat keinen Laptop, dann kannst du das aus Gründen des Berufsethos des Humoristen nicht machen. Also du bist ja viel im Wald unterwegs. Hast du Blümels Frau da schon getroffen? Ja, da geht immer mit. Ich habe dir das Google Maps offen, das Ham findet, ja, weil wenn der 64 mal gesagt hat, er weiß nicht und er hat keine Erinnerung, dann muss er eh froh sein, dass er einfach ein Ham findet. Ja. Okay, Corona können wir natürlich auch nicht auslassen. Wie hart hat dich das getroffen in deinem Beruf? Also natürlich genauso wie alle anderen Kollegen, wobei mich wahrscheinlich noch ich muss aus einer privilegierten Situation heraus mich mit dem Raunzen zurückhalten, weil ich die letzten Jahre eben, wie vorher schon besprochen, das Privileg genießen durfte, vor ausverkauften Häusern zu spielen. Ja. Und eben meine Mama, ganz Wirtschafterin, mir immer eingebläut hat, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Und ich habe einen sehr... Das heißt, du hast Reserven anlegen können. So ist es. Ich habe immer einen sehr konservativen Umgang zu meinen Finanzen gepflogen und habe mir eigentlich kaum was jetzt irgendwie gekauft oder irgendwas, weil ich alles habe, was ich brauche. Das heißt, wenn man so viele Leute anzieht, kann man schon gut verdienen in dem Geschäft, oder? Ja, sicher. Natürlich. Also es ist natürlich ja Geld zu verdienen, aber die Frage ist immer, was mache ich damit? Ja? Und ich hab das nie rausgehaut und deswegen habe ich diese eineinhalb Jahre relativ unbeschadet überstanden oder hatte Reserven, um das aussitzen zu können. Wir haben natürlich unsere Finanzen ein bisschen eingeschränkt, sind natürlich nicht weggefahren, wohin auch, es ging ja auch nicht. Ja. Ja, genau. Aber ich hab mich da mit dem Sudern immer zurückgehalten, weil ich mir denke, Raunzen sollen die Leute, die einen Grund haben und solange ich gesund bin und meine Familie gesund ist und wir zu essen und zu trinken haben, mag ich mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich bin der arme Künstler, weil ich nicht ins Theater kann und dann liegen Leute und müssen sie vielleicht von einem Familienangehörigen verabschieden, wie es ja auch in meinem Umfeld definitiv der Fall war. Ja. Und da wird man relativ rasch katholisch. Ja. Bist du religiös? Nein, das ist nur so ein Wortspiel, aber ich finde, es ist, es erdet einfach, wenn du hörst, dass sich von einem Tag am anderen eine Situation ändert, aufgrund einer Krankheit, aufgrund eines Virus, das halt von einer gewissen Gruppe bagatellisiert wird oder dann möge es diesen Leuten nie schlecht gehen oder mögen sie nie in diese Situation kommen, dass sie direkt betroffen sind. Ja, weil dann, glaube ich, ändert sich die Meinung relativ rasch. Ja. Letzte Frage, leider geht unsere Zeit schon wieder zu Ende. Ausblick in die Zukunft, was sind deine Pläne? Ja, da sage ich immer den Satz, life happens while you're making plans. Ich habe mir in den letzten eineinhalb Jahren abgewöhnt, Pläne zu machen, weil alle Pläne, die ich für diese letzten eineinhalb Jahre hatte, sind einmal über den Haufen geworfen worden. Deswegen plane ich jetzt einmal, das nächste, was ich plane, ist meine Premiere vom Soloprogramm Nummer 4. Das ist am 2. Oktober 2022 oder am 3. Dritter, weiß ich jetzt gar nicht. Knapp in einem Jahr, so ist es. Das ist der nächste Fixstern am Himmel und ansonsten arbeite ich eigentlich meine Verschubtermine nach und nach ab. Ja. Ja. Wir haben 90 Termine aus diesem Pandemiejahr mehr oder weniger verschoben und das gehört abgespielt. Ja. Das ist so. Holst du alles nach? Ja. Okay. Dann wünsche ich dir ganz herzlich viel Erfolg auch weiter für die Zukunft. Danke für das Gespräch, Alex Christian. Danke. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich wieder fürs Zuschauen. Freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Auf Wiedersehen.